Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was ein Zufallsexperiment ist, wie man Ereignisse mit Mengen beschreibt und wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Unser Ziel für dieses Video wird sein, Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov zu berechnen. Wir sind jetzt hier bei der zweiten Teilaufgabe in der Box Nummer 5 auf Seite 2 der Arbeitsreihe angekommen und bei diesem Beispiel sollen wir 6 verschiedene Ereigniswahrscheinlichkeiten berechnen. Wir haben auch hier wieder den Hinweis gegeben, also hier da über den Ist-Gleichzeichen, dass wir dazu die dritte Eigenschaft der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov zu Hilfe nehmen sollen. Diese habe ich hier für dich nochmal eingeblendet. Ich bitte dich jetzt, das Video kurz zu pausieren und zuerst einmal zu versuchen, diese Wahrscheinlichkeiten selbstständig zu berechnen. Gib dann jeweils das Ergebnis als Bruch und als Prozentsatz an und überlege dir auch, wie du die jeweiligen Ereignisse mit eigenen Worten beschreiben würdest. Den Vergleich gibt es gleich danach. Gut, ich hoffe, du hast da deine Lösungen notiert. Ich habe jetzt hier ganz oben die drei Ereignismengen eingeblendet, damit wir immer wissen, welche Ergebnisse in der jeweiligen Menge drin sind. Und hier unten haben wir die dritte Eigenschaft der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov. Was wir außerdem verwenden werden, ist die Tatsache, dass bei einem Laplace-Experiment hier alle Wahrscheinlichkeiten gleich groß sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten für die Elementarereignisse, also in diesem Fall dafür, dass eine einzelne Augenzahl gewürfelt wird, ist jeweils ein Sechstel. Wir haben immer einen günstigen von 6 möglichen Fällen. Wir fangen jetzt mal mit der ersten Wahrscheinlichkeit an, und zwar die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis A eintritt. Mit Hilfe der dritten Eigenschaft nach Kolmogorov können wir diese addieren, weil wir wissen, dass die einzelnen Augenzahlen, also die Elementarereignisse, ja kein gemeinsames Ergebnis mit den anderen Elementarereignissen haben, können wir also einfach 3/6 zusammenrechnen und dann kommen wir auf 3/6. Und hier sehen wir auch wieder, wir haben drei günstige, das sind die drei geraden Augenzahlen vom Ereignis A, durch 6 mögliche, also die Augenzahlen insgesamt. Dasselbe Spiel betreiben wir bei der zweiten Ereigniswahrscheinlichkeit. Beim Ereignis B machen wir wieder eine Addition der beiden Elementarwahrscheinlichkeiten für die Augenzahl 1 und 2. Wir setzen unseren Wert 1/6 ein und kommen dann in Summe auf 2/6 und das Prozentsatz wären das dann 33,3 periodisch Prozent. Das Ereignis C ist ein Elementarereignis, weil es hier ja auch nur um die Augenzahl 4 geht. Also wir brauchen jetzt in diesem Fall nur die Wahrscheinlichkeit, die wir einfach oben ablesen können. Jetzt müssen wir einfach nur einsetzen, das ist gleich 1/6 und als Prozentsatz ist das dann 16,66 periodisch Prozent. Jetzt kommen wir zu den drei unteren Wahrscheinlichkeiten, wo jeweils so ein Oder-Ereignis in der Klammer steht. Das heißt jetzt, wir haben immer als Voraussetzung, dass entweder das eine oder das andere Ereignis antritt. Und wir müssen hier aufpassen, weil gleich beim ersten Beispiel, also beim Ereignis A oder B, schauen wir uns die Ereignismengen an und wir stellen dann fest, dass es ein gemeinsames Element gibt, nämlich den Zweier. Dieser ist nämlich sowohl in der Ereignismenge für das Ereignis A als auch in der für das Ereignis B drin. Damit wir das also nicht doppelt zählen, schauen wir uns jetzt einfach diese Menge an, wo alle Augenzahlen der beiden Mengen vorkommen, 1, 2, 4 und 6. Und jetzt können wir hier entweder das Ganze wieder mit den Elementarereignissen berechnen oder wir nutzen den Fall der Laplace-Wahrscheinlichkeit 4 günstige, also unsere 4 Augenzahlen, durch 6 mögliche. So geht es schneller. Das als Prozentsatz ergibt dann noch 66,6 periodisch Prozent. Dasselbe Problem haben wir auch bei der zweiten Wahrscheinlichkeit mit dem Oder-Ereignis, weil wir auch hier bei der Ereignismenge den Vierer doppelt haben. Der kommt sowohl in der Menge für das Ereignis A als auch für das Ereignis C vor. Das Tolle ist jetzt aber in diesem Fall, dass dieses Ereignis nichts anderes ist als das Ereignis A. Wir haben nämlich dieselbe Augenzahl 4 schon da drin. Das heißt, wir können einfach das Ergebnis, das wir vorher schon ausgerechnet haben, wieder verwenden. Weil wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit gleich groß sein muss, weil ja die Elemente, die hier drin stecken, dieselben sind wie bereits in A. Wir wissen also, hier ist die Wahrscheinlichkeit 3/6. Und jetzt auch als Prozentsatz sind das dann 50%. Und das letzte Ereignis, B oder C, da können wir jetzt ausnutzen, dass diese beiden keine gemeinsamen Elemente haben. Wir haben nämlich in B die Augenzahlen 1 und 2 und in C die Augenzahl 4. Da sie sich also nicht überschneiden, können wir die Wahrscheinlichkeiten für die beiden Ereignisse addieren. Diese haben wir schon ausgerechnet. Wir haben hier die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B, ist gleich 2/6, und hier die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis C, 1/6. Wenn wir das zusammenrechnen, dann kommen wir mit der dritten Wahrscheinlichkeit Eigenschaft nach Kolmogorov auf Wahrscheinlichkeit B plus Wahrscheinlichkeit C.
Das ist in Summe 3 Sechstel. Und auch hier würde wieder der Fall 3 günstige durch 6 mögliche funktionieren. Als Prozentsatz sind das dann 50% und damit sind wir fertig. Hier siehst du nochmal aufgelistet alle Musterlösungen, die ich für dich eingeblendet habe. Und um die Ereignisse auch noch mit Worten zu beschreiben, für das Ereignis A könnten wir sagen, dass wir eine gerade Zahl würfeln, für das Ereignis B eine Zahl kleiner gleich 2, für das Ereignis C, dass wir einfach die Augenzahl 4 würfeln, dann für das Ereignis A oder B könnten wir zum Beispiel sagen, dass wir eine gerade Zahl oder eine Zahl kleiner gleich 2 würfeln, für das Ereignis A oder C könnten wir wieder sagen, dass wir eine gerade Zahl würfeln, weil es ja dieselbe Menge ist wie beim Ereignis A. Und beim Ereignis B oder C könnten wir zum Beispiel sagen, dass wir eine Augenzahl kleiner gleich 2 oder die Augenzahl 4 würfeln. Also einfach immer nur eine Kombination aus den beiden Ereignissen. Gut, damit sind wir jetzt aber wirklich fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.